Moin Leute, der deutsche Strompreis rangiert unter den höchsten in Europa. Naja, der Stern feiert, dass wir nicht die teuersten der Welt sind. Das muss man natürlich auch positiv sehen. Aber die meisten Medien machen das an steigenden Gebühren, wie zum Beispiel Netzentgelten, fest. Und ich sage euch hier und heute, dass das Bullshit ist. Die haben sich das einfach nicht ordentlich angesehen. Als erstes ist mir nämlich zum Beispiel eine krasse Diskrepanz aufgefallen. Seht hier, Verivox kommt 2023 auf einen mittleren Strompreis von ca. 32 Cent die Kilowattstunde. Und auch ich habe den Strompreis anhand von Börsenstrompreisen und den ganzen Abgaben berechnet und komme da tatsächlich ebenfalls auf 32 Cent. Das Statistische Bundesamt kommt jetzt aber auf sage und schreibe 42 Cent. Okay, was ist da jetzt los und sind wir also doch nicht so teuer oder werdet ihr sogar verarscht? Warum kommen die niedrigen Strompreise bei euch offensichtlich nicht an? Kleiner Spoiler, ja, ich denke, ihr werdet hier verarscht. Aber auch die Frage, warum ist Deutschland zum Beispiel beim Ranking der Stromkosten hier mega gut und zwar für dasselbe Jahr? Also das passt auch alles irgendwie nicht zusammen. Um das zu erklären, muss man von Panikmache und falschen Erklärungen einfach mal zur Wissenschaft switchen und genau das habe ich hier und heute getan. Als erstes müssen wir mal checken, wo der krasse Preisanstieg eigentlich herkommt, um dann herauszufinden, warum die Werte vom Statistischen Bundesamt so krass aus der Reihe tanzen. Denn der Strompreis besteht ja aus ganz vielen Einzelteilen und da müssen wir jetzt mal genauer suchen. Das seht ihr hier. Auf der X-Achse seht ihr jetzt die Jahreszahlen von 2014 bis 2024. Auf der Y-Achse seht ihr jetzt den Preis der einzelnen Bestandteile und da fallen jetzt direkt ein paar Dinge krass auf. Erstmal die blaue Kurve, das ist nämlich die EEG-Umlage und die wurde 2021 praktisch abgeschafft. Und das sollte also zu einem direkt niedrigeren Strompreis führen. Das war ja auch gar nicht mal so wenig, wie ihr hier seht. So, und dann sehen wir hier noch die Netzentgelte und zwar in Orange und die sind halt auch krass angestiegen. Dazu kommt aber nochmal ein eigenes Video, also Abo nicht vergessen, denn das Thema ist wirklich extrem wichtig, aber auch sehr komplex, das wird heute zu viel. So, und die meisten Medienberichte führen jetzt die gestiegenen Kosten genau auf diese Netzentgelte zurück. Aber das ist nicht wirklich der Grund, denn ihr seht ja, die EEG-Umlage ist gefallen und das hätte sich eigentlich ganz gut ausgleichen sollen. Also das erklärt es irgendwie nicht wirklich. Es muss also an etwas anderem liegen und das ist der allerdickste Part und das sind einfach die Beschaffungskosten. Das seht ihr auch hier. Also mehr oder weniger die Kosten, die die Erzeugung des Stroms dann wirklich verursacht hat, plus die Kosten und die Marge des Stromanbieters. Und genau hier liegt jetzt die Diskrepanz. Wollen wir doch einfach mal sehen, was Strom an der Strombörse gekostet hat. Einfach mal so zum Vergleich. Hier seht ihr jetzt einmal in Rot die Beschaffungskosten, die das Statistische Bundesamt ausgerechnet hat. Und in Blau die mittleren Börsenstrompreise für dieses Jahr. Okay, hier scheint ja schon was zu sein, denn das sollte zumindest vom Verlauf her grob zusammenpassen. Ne? Wie gesagt, da ist doch eine Marge dazwischen und so. Ein bisschen Zeitverzug auch okay, aber das sieht irgendwie nicht so richtig gut aus. So, wir hatten ja noch die Daten von Verivox, also die Neukundenpreise für ein Jahr. Dann plotten wir die einfach auch nochmal dazu. Um das jetzt aber alles vergleichen zu können, müssen wir jetzt auf die Börsenstrompreise, die ich da ausgerechnet habe, noch die ganzen Steuern und Gebühren dazu addieren. Das heißt, wir kommen jetzt von diesen unteren Kurven nach oben, wie ihr hier seht, und dann haben wir wirklich die drei Preiskurven, die wir auch vergleichen wollen. So, und in Rot seht ihr jetzt die Verivox-Preise eingezeichnet, in Blau die vom Statistischen Bundesamt eingezeichnet und in Pink sind dann die von mir berechneten Börsenstrompreise plus alle Abgaben, so wie sie jetzt im Mittelwert in Deutschland sind. Die Preise von Verivox und von mir passen tatsächlich gut zusammen. Das ist schon relativ interessant. Die Preise vom Statistischen Bundesamt sind aber viel, viel höher, fast 10 Cent. Besonders wenn man 2023 und 2024 betrachtet. Man könnte auch meinen, dass es alles so ein bisschen nach rechts versetzt ist, was auch durchaus Sinn ergibt. Dazu kommen wir aber gleich. Okay, wir haben jetzt den Unterschied erstmal nur identifiziert und jetzt natürlich die große Frage, woher kommt er ganz genau? Falls ihr einen Kommentar schreiben wollt, bitte benutzt das Wort gestern in Großbuchstaben einfach irgendwo in eurem Kommentar. So wissen wir, ihr seid kein Bot und antwortet nicht einfach nur auf den Titel. Das hilft uns, so ein bisschen die Qualität der Kommentare hochzuhalten. Also danke schon mal und jetzt machen wir direkt weiter. Zieht euch jetzt dieses Bild rein. Das ist ein Ranking der Börsenstrompreise von 2023, also ohne Abgaben und Steuern jetzt erstmal. Und hier schneidet Deutschland im EU-Vergleich verdammt gut ab. Die Börsenstrompreise entsprechen auch dann in etwa den Produktionskosten des Stroms. Also das sieht doch eigentlich wieder ganz gut aus. Also was soll das jetzt alles? Wie kommt das alles zustande? Ich meine, ihr merkt schon, das ist kompliziert und da kann man durcheinander kommen. Jetzt halten wir mal fest, was wir bisher an Infos haben, um das mal ein bisschen zu sortieren. Also, wir haben einmal die Börsenstrompreise plus Abgaben
versus Verivox, die sind sehr ähnlich. Das ist schon mal ein guter Punkt. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal zwei Kurven, die irgendwie ganz gut zusammenpassen, die aber unterschiedlich berechnet wurden. So, dann haben wir jetzt das Statistische Bundesamt und das liegt irgendwie einfach total daneben. Also es hat mit den beiden Kurven ein bisschen Ähnlichkeit, aber ist irgendwie geschiftet, dann irgendwie auch so ein bisschen verzerrt. Also irgendwie sieht es komisch aus, das passt nicht. So, und dann haben wir jetzt noch die Information, dass Deutschland im Ranking des reinen Börsenstrompreises, also jetzt ohne Steuern und Abgaben, erstmal ganz gut ist. Das heißt, unsere Stromproduktionskosten scheinen hier ganz okay zu sein. So, und jetzt die erste wichtige Frage. Warum ist der Wert für die Produktionskosten vom Statistischen Bundesamt so verdammt hoch? Und ich habe dann beim Amt einfach mal nachgefragt und die waren auch total nett und haben mir direkt Antwort geschickt. Damit kommen wir der ganzen Sache nämlich schon deutlich näher. Die haben mir erklärt, was in deren Berechnungen eigentlich so alles mit eingeht. Und das sind genau diese Punkte hier. Das sind zum einen Neuverträge, das sind Altverträge. Das heißt, jetzt hier spielt auch so ein bisschen der Terminmarkt mit eine Rolle, also auch bei Neuverträgen. Das wollen wir mal kurz rauslassen. Wir haben Nachttarife, die mit eingehen, Wärmepumpentarife, aber auch Strom für E-Mobilität. Und ich schreibe es jetzt hier mal in Klammern, Unternehmensmargen und Verwaltungskosten. Und der Punkt ist relativ wichtig, denn wir sprechen jetzt hier von echten Stromverträgen. Das heißt, es sind Verträge, die ihr habt, von denen wir hier reden und nicht irgendwie Börsenstrom oder Neuverträge. Weil bei Neuverträgen ist es, glaube ich, oft so, dass man versucht, euch erstmal zu locken. Jetzt schauen wir mal, was davon eigentlich relevant ist. Also was kann diese Diskrepanz erklären? Neuverträge können es nicht sein, denn das ist Verivox quasi und da passen die Daten ja ganz gut. So, Nachttarife und Wärmepumpentarife sind eigentlich eher günstiger und ich glaube, die spielen hier auch nicht so eine große Rolle. Also lassen wir die auch mal weg. Da bleibt also noch Altverträge und Strom für E-Mobilität und Unternehmensmargen und Verwaltungskosten. So, jetzt gehen wir mal durch, denn wir haben den Grund jetzt fast gefunden. Ich habe jetzt hier einfach mal Punkt 1 und 3 gehighlightet. Das bedeutet Altverträge und Gewinnmargen. Denn die erklären hier einiges. Klar, einige Leute werden zum Beispiel noch in ihrem alten Vertrag stecken. Das heißt, das sehe ich in dem Statistischen Bundesamt dann einfach auch. Und das ist auch okay. Das erklärt es aber tatsächlich immer noch nicht so ganz. Denn der sehr hohe Strompreis hatte Anfang bis Mitte 2023 dann eigentlich schon sein Ende. Also eigentlich sogar eher Anfang 2023. Sodass sich jetzt, ein Jahr später, eigentlich eine saftige Preisreduktion zeigen sollte. Also das sollte eigentlich alles so um ein Jahr ungefähr geschiftet sein. Das ist aber nicht der Fall. Und offensichtlich ist es jetzt tatsächlich so, dass die Stromanbieter oder viele Stromanbieter die Preise ihrer Altverträge nach Ablauf einfach nicht anpassen. Vermutlich auch einfach, weil die sich in Vergangenheit ordentlich verzockt haben und ihr das jetzt ausgleichen sollt oder einfach nur um die Gewinnmarge zu erhöhen. Und hier erkennt ihr das ganz besonders gut. Ja, den krassen Anstieg zum Beispiel 2021, 2022, den sieht man hier quasi um ein Jahr zeitversetzt. Also das ist wirklich, als wäre es einfach ein Jahr zeitversetzt. Und das ergibt Sinn, weil die meisten Stromverträge ein Jahr laufen. Das ist in Ordnung. Beim Anstieg scheint das also alles gut zu funktionieren, aber wenn der Strompreis fällt, dann zeigt sich das nicht so krass. Und das ist in meinen Augen, also der Abfall des Strompreises wird quasi nicht wirklich mitgenommen. Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr, sehr starker Hinweis darauf, dass viele Verträge maßlos überteuert sind und die fallenden Preise einfach nicht an euch weitergegeben werden. Und das können eigentlich nur die Stromanbieter sein in dem Fall. Also kann ich jetzt hier nur sagen, lasst euch einfach nicht verarschen, Leute, und wechselt den Stromtarif. Ne? Also wenn ihr könnt halt, aber wenn, dann solltet ihr es dringend tun. Mich würde jetzt hier zum Beispiel auch gar nicht wundern, wenn zum Beispiel insbesondere ältere Menschen hier zur Kasse gebeten werden, denn denen fällt es möglicherweise einfach schwerer, das alles noch so zu überblicken. Und das ist ja schon irgendwie eine Schweinerei, finde ich. Also falls ihr da irgendwie überfordert seid, dann kann ich euch auch nur den Tipp geben, fragt doch mal bei der Verbraucherzentrale nach, die helfen euch total gerne. Aber bitte bezahlt nicht für die Fehler von anderen. Das habt ihr eigentlich nicht wirklich verdient. Das täte mir auch wirklich sehr, sehr leid. So, jetzt haben wir noch Punkt 2, den ich eben gezeigt habe. Strom für E-Mobilität. So, und da muss ich jetzt wirklich die Frage stellen, wie soll denn das gehen? Also, was wird da berücksichtigt? Zum Beispiel, wenn jetzt Leute wie ich irgendwie mit Überschuss laden oder halt irgendwie mit meinem PV einfach mein E-Auto laden und eigentlich gar nichts dafür bezahlen oder keine Ahnung, dann könnte man die Abnutzung der PV-Anlage wie auch immer mit reinrechnen, aber wie wird das denn damit reinbezogen? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich gar nicht. Und wie rechne ich die teilweise absurden Preise an öffentlichen Ladensäulen mit rein? Also geht das irgendwie auch mit ein? Ich habe jetzt hier nochmal beim Statistischen Bundesamt angefragt, leider bis zum Dreh dieses Videos noch keine Antwort erhalten. Mich würde es aber dennoch sehr, sehr interessieren. Sobald was kommt, kläre ich euch auch sehr gerne darüber auf. Ich finde das halt sehr, sehr spannend.
Okay, so viel dazu. Und was ist jetzt mit der Vergleichbarkeit der Werte zu anderen europäischen Ländern? Grundsätzlich sind die Werte des Statistischen Bundesamtes und auch der europäischen Länder relativ gut normiert, also die sind schon vergleichbar. Was jetzt aber die Beurteilung angeht, und das finde ich viel wichtiger, so muss man ein bisschen aufpassen. Es wird jetzt hier sehr schnell gesagt, Deutschland ist mega teuer wegen der Energiewende oder weil wir einfach scheiße sind, keine Ahnung. Also irgendwelche komischen Gründe werden da immer benannt, die werden aber selten belegt. Und ich glaube, das ist falsch. Es sind zum Beispiel nicht die gestiegenen Netzentgelte. Es scheint hier einfach so zu sein, dass eher die Stromanbieter und auch das Verhalten der Kunden das der Grund ist. Also das heißt, dass Verträge nicht schnell genug gewechselt werden, aber auch Stromanbieter vielleicht hier eher dazu neigen, euch auch ein bisschen länger da laufen zu lassen. Auch so Dinge wie Grundversorgung und Spiel, da spielen natürlich eine große Rolle, wo auch viele Leute noch drin sind, was auch wahnsinnig teuer sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Grund, als jetzt das auf Dinge wie die Energiewende oder so zu schieben. Auch das wäre realistisch, aber das ist jetzt hier in dem Fall tatsächlich nicht passiert. Ja, Fazit. Also es sind aktuell weder die Netzentgelte, da diese quasi komplett durch die fehlende EEG-Umlage eingepreist werden, noch irgendwelche anderen magischen Abgaben. Nein, es sind schlichtweg die Stromanbieter, die die gefallenen Preise nicht an euch weitergeben. Ihr könnt euch aber direkt da wehren, und zwar indem ihr einfach den Stromanbieter wechselt, und dazu möchte ich euch dringendst aufrufen. Also schaut euch das wirklich nochmal an und macht das mal, das wird sich für euch, glaube ich, sehr, sehr lohnen. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, und sage dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.